Es gibt jede Menge Hotels, in denen ich wirklich sehr gerne geschlafen habe. Aber dann gibt es da eben noch diese Hotels, die ein richtiges Erlebnis sind. Die Rede ist natürlich von absoluten Luxushotels. 5 Sterne Superior. In Tokio bin ich recht zufällig in einem gelandet und war einfach nur geflasht. Viel Spaß mit einem neuen Hoteltest. Möchtest du auch in so geilen Hotels schlafen? Dann komm jetzt in die Gruppe. Und damit, yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Ich bin hier immer noch in Japan und zwar gerade hier vor dem Konrad Hotel. Das ist eins der besten 5-Sterne-Hotels hier in Tokio und ich dachte mir, wenn ich schon hier bin, checke ich das für euch mal aus. Ich war bis jetzt einmal in meinem Leben in einem guten 5-Sterne-Hotel in Deutschland. Ey Leute, ich bin so gespannt, ne? Ja, das sieht nach dem Eingang aus. Huschen wir mal schnell rein. Hi. Das war's aber auch schon und die Japaner sind ja bekannt für einen guten Service, das leckere Essen, auch sicherlich tolle Hotels und deswegen dachte ich mir, schauen wir uns den Laden hier mal an. Viel Spaß mit dem Video. Wir sind auf jeden Fall mit dem Taxi hingefahren und wurden direkt sehr 5-Sterne-mäßig begrüßt. Dort waren überall Mitarbeiter, die haben sich direkt um unser Gepäck gekümmert. Das war ganz entspannt. So, dann checken wir mal ein hier in den Bumsladen. Die Rezeption ist einfach im 28. Stock. Das fängt doch schon mal gut an. Und jetzt schaut euch mal diese coole Lobby an. Ich muss sagen, es war echt voll. Das ist wohl das meistgebuchte 5-Sterne-Hotel in ganz Tokio. Dazu kam, es war Wochenende, aber trotzdem sehr, sehr beeindruckend. Lalala. So, die machen hier heiraten heute. Also geheiratet wird hier anscheinend auch manchmal. Also wir dürfen jetzt in der Executive Lounge einchecken. Gut, dass du dabei bist. Thank you. Das ist wegen Hiltons Status. Hilton Diamond, genau. Hilton Diamond, okay. Also diese Executive Suite ist wie eine Flughafen-Lounge, da ist alles gratis. Wenn man halt den höchsten Status im Hilton hat, kann man hier halt rein. Also ich habe den jetzt noch nicht, aber hier mein Kumpel hat ihn und er nimmt uns heute mit. Check-in ist eigentlich im 28. Stock, weil es aber so voll war, durften wir direkt noch ein paar Stockwerke höher in die Executive Lounge. Da gibt es dann zusätzlich durchgehend Essen, wenn man es dazu bucht oder wenn man den Hilton Diamant-Status hat. Wusste ich vorher auch nicht, dass es sowas gibt. Wir sind nachmittags angekommen, deswegen gab es auch hier Kaffee und Kuchen, viele kleine verschiedene Kuchenvariationen, Snacks, natürlich alle möglichen Getränke, Kaffee, Kakao, ähnlich wie hier in Deutschland eigentlich und abends gibt es dann auch Cocktails oder man kann sich halt ein paar warme Speisen dort holen. Kann man ungefähr vergleichen mit coolen Flughafen-Lounges, würde ich sagen. Aber es war natürlich deutlich leerer als bei der Hauptrezeption oder Hauptlobby, wo dann auch noch Bars und Restaurants waren. So, wir waren gerade noch draußen unterwegs, jetzt erstmal einchecken. Ich bin mal gespannt. Ah, hier. Es ist schon dunkel, aber schauen wir uns mal das Zimmer an. First Reaction. Ulala. Braucht man hier eine Karte? Nee. Ja. Gepäck ist schon da. Aber eine Badewanne. Alex, kannst du dich filmen? Mensch, romantisch. Boah. Ja, so kann man es aushalten. Alter, was ein Spiegel. Ja, also das ist wirklich schon ein krankes Zimmer, ne? Kann man nicht anders sagen. Eine richtige Roomtour gibt es erst später, weil es ist noch was echt krasses passiert. Deswegen müsst ihr euch noch kurz gedulden. Wir haben 21 Uhr abends, die anderen sind unterwegs, schauen sich noch irgendeinen Tower an. Ich ruhe mich heute aus und wir schauen uns mal den Pool hier an. Der soll nämlich auch echt fett sein. Ich bin sehr gespannt. Jetzt brauche ich nur noch Latschen. Muss das irgendwo geben. Hoffe ich mal. Aha. Ja, das sind doch mal qualitative Dinger. So, Mizuki Spa Fitness. Hallo. Hallo, Room Number Thank you for the first time using. Yes. Okay, let me you. Ich musste mich gerade erstmal eine halbe Stunde mit ihm unterhalten. Sehr, sehr freundlich, aber das sind sie hier alle. Also der Service hier ist wirklich 1A. Und hier haben wir den Pool. Ja, lege ich mich da vorne doch einfach mal hin. Leider muss ich hier auch eine Badehaube aufsetzen, aber das mache ich natürlich. Die sind hier ganz hygienisch unterwegs. Hallo, hab nochmal Platz gewechselt. Der Pool ist auf jeden Fall auf dem 28. Stock, glaube ich. Schaut mal hier, man sieht jetzt nicht so viel, aber ich glaube, der höchste Pool, in dem ich je war. Jetzt habe ich hier gerade noch einen japanischen Tee bekommen. So, ein paar Bahnen ziehen, Leute. Da hinten bestimmt noch jemand, aber sonst bin ich der Einzige hier. Mit meiner stylischen Maske, mit meinem stylischen Hut. Ist auf jeden Fall eine ganz nice Anlage hier. Und damit zurück ins Studio. Hier war gerade einfach ein
kleines Erdbeben. Wir sind davon wach geworden. So Leute, ab zum Frühstück. Wir frühstücken heute Morgen auf jeden Fall ganz, ganz oben. Ja, ich bin gespannt. Wollen wir den nehmen am Fenster? Ja. Okay, wir haben uns auf jeden Fall einen sehr, sehr nice Platz gesichert mit einer Top-Aussicht hier über Tokio und hier vor uns auch die Bucht. Das Interessante ist, man kann sich natürlich das Frühstück selber nehmen, aber man wird auch bedient. Also die bringen einem alles hier hin. Das hatte ich noch nie. Das ist zum Frühstück zumindest nicht. Jetzt wird erstmal alles einzubestellen. Hier sind wir jetzt beim Frühstück in der Executive Lounge. Dort konnten wir auch immer frühstücken. Da gibt es eigentlich fast die gleichen Angebote wie unten, nur halt ein bisschen begrenzter. Trotzdem auch einen Koch, der einem echt tolle Sachen zaubert. Ex-Benedict, ich habe mich da komplett durchprobiert. Wirklich ein traumhaftes Frühstück. Und man konnte sich eigentlich gar nicht entscheiden, weil trotzdem auch oben die Auswahl so vielfältig war. Es sah alles so lecker aus und man wusste gar nicht, ey, womit fange ich eigentlich an. Aber wir haben das Frühstück natürlich auch unten getestet. Das sah so aus. Auswahl war größer, war auch lecker. So oben hat man halt auch noch diesen sensationellen Ausblick, wie auch auf unseren Zimmern. Wow. Wow, wow, wow. Das ist doch mal hier ein tolles Gerät. Hör mal, boah. Wir haben Abend. Ich teste jetzt mal den Roomservice hier. Ich habe ja 100 Euro Guthaben, deswegen kann ich ordentlich shoppen. Rufen wir mal an. Interessant ist auch, es klopft jeden Abend um 7 Uhr hier an der Tür und dann fragen die, ob die das Bett machen sollen, beziehungsweise neu machen sollen. Und man kriegt hier auch diese stylischen Schlafanzüge, von denen ich, ja komm, probieren wir mal einen an. Ich sehe jetzt zwar aus wie eine Mischung aus Aladdin und Jeremy Fragrance, aber... Bequem ist es. Hello, I would like to order some food. Just for me, one person. Okay, thank you so much. Thank you, bye bye. Bestellt haben wir, kommt in 35 Minuten. Kurz duschen. Thank you very much. Das ging jetzt auf jeden Fall deutlich schneller als 35 Minuten. Ich stand noch unter der Dusche. Das waren vielleicht 15. Dann schauen wir uns das doch mal an. Ui, das ist aber ein ziemlich großes Steak. Nur dieses Essen hat mich jetzt eigentlich 10.000 Yen gekostet, was umgerechnet 60 Euro sind, würde ich mir nie im Leben bestellen. Aber da heute der einzige Abend ist, wo ich den Roomservice testen kann und ich halt irgendwie meine 100 Euro versuche loszuwerden, die ich ja so gesehen geschenkt bekommen habe, habe ich mir das jetzt einfach mal bestellt. Hier haben wir auf jeden Fall noch Kartoffelpüree und das hier ist die Soße zum Steak. Das ist eine Garlic-Sauce. Dazu gibt es jetzt noch eine Cola mit ein paar Eiswürfeln. Die kannst du hier immer bestellen. Also es ist wirklich mit Abstand das krasseste Hotel, wo ich je in meinem ganzen Leben war. Man könnte sich dran gewöhnen. Und damit, guten Appetit. Wow, verdammt gut. Kann ich jetzt schon sagen. Die haben es hier wirklich drauf. Geschmacklich, ohne zu übertreiben, absolute 10 von 10. Spargel haben wir auch noch dabei. Es ist noch was Cooles passiert, deswegen kommt die Roomtour auch so ausführlich jetzt erst am Ende oder relativ hinten am Video. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es schneide. Und zwar muss ich euch ja auch noch erklären, wie ich das hier gebucht habe, wie teuer es war und so weiter und so fort. Und die vom Hotel haben irgendwie mitbekommen, dass ich YouTube-Videos mache und die meinen, okay, du kannst doch in ein besseres Zimmer. Und ich habe gesagt, ja, okay, mache ich. Auch wenn mir das immer ein bisschen unangenehm ist mit diesem Kamerazeugs und so, aber ist ja auch dumm, dann Nein zu sagen. Ich habe aber auch noch nie ein Hotel angeschrieben, ob ich da umsonst schlafen darf. Ja, ist ja irgendwie so üblich. Und das wird auch nie so sein, weil ich will ja immer vernünftig testen, aber hier kann ich echt nur sagen, es ist ein verdammt geiles Hotel und auf jeden Fall das geilste, in dem ich hier war. Also das ist jetzt wirklich absolut übertrieben und ich schlafe nie in so teuren Hotels. Erstmal das, also eigentlich nicht. Zumindest nicht für das Geld, was es eigentlich kostet. Und mir wird hier auch so wie bei dem Zimmer vorher, ich glaube, das waren 48 Quadratmeter, das reicht ja völlig aus. Naja, aber ich zeige euch einfach mal, wie man in Tokio in einem 5-Sterne-Hotel in einer Suite lebt, die, boah, ich glaube, es sind 120 Quadratmeter oder so. Zimmerpreis von diesem Ding pro Nacht blende ich euch auch mal eben hier ein. Ich habe es nicht genau im Kopf. Es sind auf jeden Fall über 1000 Euro, auch deutlich, meine ich. Hier ist der Eingangsbereich. Ich habe gar keine Ahnung, was hier drin ist. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Tack, tack. Dann kommen wir hier in den Wohnzimmerbereich. Das ist auf jeden Fall ganz nett, auch wenn man es nicht braucht. Die letzten Abende konnten wir ganz gut in dieser Executive Suite verbringen oder halt einfach in der normalen Bar. Aber da gab es meistens kein Essen umsonst. Ja, also irgendwie komme ich mir ein bisschen dumm vor manchmal. Aber ich will euch ja auch mal luxuriöse Reisen zeigen. So ist ja nicht und das ist ja auch geil. Das muss man sagen. Es macht schon Spaß. Also, Dankeschön. Das hier ist auf jeden Fall Jonas.
Wir haben uns vor, wie ist das her, 6 Jahren oder so mal in L.A. getroffen. Das war meine erste große Reise. Und er ist eigentlich nur unterwegs und fliegt schon seit vielen Jahren immer um die Welt, hat viele Travel-Hacks und so. Und deswegen sind wir eigentlich auch hier gelandet, weil er mir immer so ein bisschen geholfen hat. Und wir haben uns auch mal für die Zukunft so ein bisschen ausgetauscht, was für Next-Level-Projekte ich noch so umsetzen kann, die halt wirklich cool werden. Okay, hier hat man einen Tisch, hier kann man essen, glaube ich, zumindest, was man halt am Tisch macht. Der Ausblick ist phänomenal. Wir haben es jetzt leider schon Nacht und man kann nicht mehr so gut rausgucken. Aber wir können gleich gerne einmal das Licht ausmachen. Das ist auch, geht auch hier so komplett über die Ecke. Das ist einfach die, stimmt, die Bucht von Tokio. Das ist auf jeden Fall so eine Ex-Suite. Ich blende euch auch gerne mal eben ein, wie es bei Tag aussieht. Auch schon super cool. Ist auf jeden Fall rundum sorglos. Hier haben wir die Minibar. Ich war einmal im Adlon. Ich meine, da war die Minibar inklusive. Ich bin mir nicht sicher, für die, die sich auskennen, ihr könnt es gerne mal kommentieren. Kostet auf jeden Fall alles ein halbes Vermögen hier. Aber sieht auch lecker aus, ne? Hier haben wir noch ein paar Spirituosen und einen Flaschenöffner, Löffel. Machen wir mal wieder zu. Hier ist der Fernseher. Habe ich mich jetzt noch nicht so mit beschäftigt, um ehrlich zu sein. Okay, und dann geht's weiter ins Schlafzimmer. Das sieht alles auch echt ein bisschen gestellt aus, weil wir echt noch nicht lange hier drin sind. Aber hier sind wieder diese Nachthemden, die man abends immer bekommt. Die kommen extra abends noch mal rein, um das Bett zu machen. Das muss man sich mal geben. Hier haben wir einen Schrank, aber das ist eigentlich auch uninteressant. Ist noch nichts drin. Ja, wieder Schlappen, Regenschirm, Safe. Alles, was man halt so in Hotels kennt, ne? Natürlich darf ich nicht fehlen, noch ein Fernseher. Und... Hier ist das Badezimmer mit einer Badewanne. Warte mal, das habe ich noch gar nicht gesehen. Da kann man anscheinend Fernsehen gucken. Und hier ist sogar die Dusche. Ja, echt interessant. Und wenn man sich umdreht, hat man hier diesen phänomenalen Spiegel. Den hatte ich 1:1 unten auch schon. Und hier vorbei guckt man halt, wir sind hier im 35. Stock, auch wieder auf die Bucht von Tokio. Ach so, das hat man, glaube ich, auch noch nicht drin. Hier sind diese sehr stylischen japanischen Toiletten. Diese Hightech-Dinger. Ich habe mich noch nicht dran getraut. Und was auch ganz interessant ist, man hat hier einen Rasierer, sogar einen Kamm. Hatte ich sonst auch noch nie in irgendeinem Hotel. Was ist das? Irgendwie eine Nagelfeile. Und halt auch generell dieses ganze Amenity-Zeugs oder wie man das auch nennt, ist super. Das wollte ich euch mal kurz zeigen. Ich habe es hier dunkel gemacht. Man kann sich einfach hier im Spiegel fertig machen und gerade wenn es hell ist, ist das cool. Guckt man hier runter auf Tokio. Einfach, es ist wirklich absolut next level, also mir fehlen auch manchmal die Worte. An dieser Stelle auch, wenn ihr das wahrscheinlich nicht versteht, aber vielen Dank ans Konrad, dass sie das einfach mal gemacht haben und ja, fand ich auf jeden Fall sehr nett, habe ich so noch nie erlebt. So, dann gehen wir mal wieder zurück, ich glaube, das war's jetzt auch. Ah ne, ein Badezimmer gibt's noch, aber ja, komm, ganz schnell. Und ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber je nachdem, in welcher Stadt man ist, bekommt man in diesem Hotel so ein Stofftier aufs Bett geschenkt und diese Quietschente. Ja, nice to have. Also der Teddy wird auf jeden Fall mein einziges Souvenir, aber eine echt coole Erinnerung an dieses geile Hotel und die coole Stadt. Hier vorne haben wir noch ein Klo, meine ich. Ah ja, das habe ich euch eben gar nicht gezeigt. War ich jetzt auch noch nicht drauf, aber ja, warum nicht, ne? Lieber 2 Klos als 1 Klo. Und wie sitzt es sich da? Sehr gut, ja. Super, das ist noch ein Tisch und... Kommt jetzt das Essen schon? Wir haben gerade Essen bestellt. Ah. Ich glaube, das ist doch alles zusammen. Ja, das ist unser Hühnchen jetzt. Thank you. Bye. Also bei diesem japanischen Personal, ich habe irgendwie mal ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich mit denen rede. Ja, ja. Weil die so hyper freundlich sind. Naja. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall jetzt das Essen für heute Abend. Und ich glaube, das ist das 4. Mal in meinem ganzen Leben, dass ich aufs Hotelzimmer Essen bestelle. Bei mir das 1. Mal. Das 2. Mal. Ach ja. Ah nee, du warst gar nicht dabei, das war, ich hab mir alleine gemacht. Hier dein Credit, ja. Andere Konse, also eine andere Farbe. Man sieht genauso aus wie das. Jetzt würde ich euch gerne noch sagen, wie ich den ganzen Laden hier gebucht habe, denn das ist auch für meine zukünftige Reisekarriere ziemlich wichtig und gut zu wissen. Normalerweise habe ich immer alles mit Booking gebucht. Da hatte ich auch irgendwann so einen Rang, dass alles immer so 20% günstiger war oder 15%, je nachdem. Erstmal vorweg, das Zimmer, was ich davor hatte, kostet pro Nacht mit Frühstück, mit Zugang zu ganz oben, wo man halt durchgehend essen kann. Variiert immer leicht, aber mindestens 700 Euro pro Nacht. Ich war jetzt 3 Nächte hier und habe runtergerechnet gerade mal 400 Euro pro Nacht bezahlt, was natürlich immer noch geisteskrank viel Geld ist, aber für diesen Luxus mit Frühstück, Abendessen, Japan ist eh ein teures Land. Okay, also bei 2.100 für 3 Nächte wäre ich auch gerannt. Mein Kumpel Jonas hat mir einen Tipp gegeben und das ist jetzt ganz kurz unbezahlte Werbung. Buch mal über Reisetopia, weil immer, wenn man es sich wert ist, auch mal ein 4- oder 5-Sterne-Hotel zu buchen, gibt es dort echt krasse Angebote. Ich zeig's euch mal. Erstmal habe ich hier so einen Zettel bekommen, wo sogar mein Name draufsteht. Und kostenloses Frühstück für 2 Personen jeden Morgen, 100 US-Dollar Hotelguthaben. Ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt möglich ist. Schaut einfach immer ein bisschen und sucht euch Hotels, wo es das halt gibt, weil das ist schon ein guter Gegenwert. Kostenfreies Upgrade bei der Anreise. Upgrade haben wir auch bekommen. Wir hatten eigentlich nur eine
einen Stadtview gehabt, hatten dann aber ein Executive-Zimmer zu der Bucht von Tokio hin, also nochmal deutlich besser. Und jetzt bin ich halt hier drin. Dieses Zimmer kostet eigentlich über 1500 Euro pro Nacht, also völlig gestört. Einfach 1100 Euro so gesehen pro Nacht gespart. Doppelte Hilton-Punkte, früher Check-in, später Check-out. Auch eigentlich geil, wobei wir das jetzt nicht hatten. Wir könnten aber morgen später auschecken. Geht aber nicht, weil wir um 12 Uhr fliegen. Kostenfreies Internet. Und das krasseste von allen ist einfach, dass oft die dritte oder vierte Nacht, wenn man halt über Reisetopia bucht, kostenlos ist. Und so entstand dann halt dieser verhältnismäßig günstige Preis. Ich konnte jetzt ein Video darüber drehen, euch das alles zeigen, deswegen hat sich das für mich absolut gelohnt. Und ich hatte drei echt super entspannte letzte Tage bei meiner Asienreise. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da für weitere Hotel-Tests. Ebenfalls natürlich in diesem Style. Ich hoffe, ich kriege das ganz gut rüber. Und mal schauen, welche geilen Hotels wir in Zukunft noch testen können. Haut rein, abonniert den Kanal. Ciao.